Hallo liebe Bücherfreunde, heute ist der 12. März 2020 und spätestens seit gestern merken wir ganz massive Einschnitte in unserem sozialen Leben, in unserem Umgang miteinander, in unserem Land, aber auch in den meisten Ländern dieser Welt. Und das ist vielleicht mit ein Grund, warum ich noch mehr mit euch auf diesem digitalen Weg in Verbindung bleiben möchte. Verbunden mit dem Wunsch, dass es euch allen gut geht und dass wir alle diese Krise auch überstehen dürfen. Das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, hat den Titel Kommt und zieht hinauf. Dieser Titel entstammt aus einem Zitat aus der Bibel, wo Gott dem Volk Israel sagt, kommt und zieht hinauf in die heilige Stadt. Kommt und zieht hinauf nach Jerusalem, zieht hinauf zum Tempel Gottes, um dort Gott anzubeten und um seine Feste zu feiern. Dieser Tempel in Jerusalem war sicher eines der schönsten Gebäude, die es jemals gegeben hat, zuletzt zerstört im Jahre 70 durch die Römer. Das Buch hat aber ganz viele Illustrationen von allen Beschreibungen, die wir über den Tempel wissen, und es gibt ja weltweit mehrere Rekonstruktionen in Modellformat, wo wir uns ganz genau vorstellen können, wie dieser Tempel ausgesehen hat. Was ich bisher nicht wusste, war die Zeit von 70 bis heute, weil hier in dem Buch wird beschrieben, wie ganz viele Herrscher, ganz viele Regierende, die es in Jerusalem gab, immer wieder am Tempelberg herumgebaut haben. Die einen haben einen Stollen unter dem Berg gegraben, die einen haben eine Tür zugemauert, die anderen haben anderswo eine Tür aufgemacht, ein Tor aufgemacht. Und so, wenn man das Buch liest, merkt man, dass dieser Tempel oder das, was heute noch übrig ist vom Tempel, eine einzige Baustelle ist und gewesen ist. Es ist beschrieben von Ausgrabungen, wo man nur sozusagen Schutthaufen hatte, und die wurden ganz fein säuberlich ausgesiebt, und da hat man zum Beispiel königliche Siegel gefunden, die archäologisch besonders wertvoll sind, weil dadurch einfach die Historizität der Bibel bestätigt wird. Das Buch würde sich ganz gut eignen, um nach Jerusalem zu fahren, um rund um den Tempel zu gehen, weil es wirklich jeder Abschnitt der Tempelmauer, jeder Abschnitt des Tempelberges ist so genau beschrieben, und so könnten wir dieses Buch in diesem Sinne als Reiseführer verwenden. Es gibt auch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft. Wenn wir die Bibel richtig verstehen, dann dürfen wir annehmen, dass eines Tages wieder ein Tempel gebaut wird in Jerusalem. Und wenn dieser Tempel gebaut wird, dann muss er genau an der gleichen Stelle gebaut werden, wo er früher stand. Und das ist eine große Herausforderung, aber die Zukunft wird es uns zeigen, ob es soweit kommt. Kommt und zieht hinauf.